Das hier ist der Ort, also eigentlich konkret dieses Regal und dieser Stuhl, wo ich gelebt habe, als ich meinen Theatertext Judith Shakespeare, Rape and Revenge geschrieben habe. Es war das Jahr 2020 bis 2021. Es war Lockdown, ich hatte kein Internet. Und das jedenfalls sind die vielgeschlechtlichen Mütter meiner Herzen, auf die ich mich beziehe in Judith Shakespeare, Rape and Revenge. Was das tatsächlich entscheidende Buch ist, ist hier ganz toll, sollte jeder Mensch in der Schule einmal gelesen und drüber gesprochen haben. Ein absoluter Klassiker, wird irgendwie nicht so gehandelt. Virginia Woolf, Ein Zimmer für sich allein, weil die hat sich die Figur Judith Shakespeare nämlich eigentlich ausgedacht. Lassen Sie mich, da es so schwer ist, an Fakten zu kommen, versuchen mir vorzustellen, was geschehen wäre, wenn Shakespeare eine wunderbar begabte Schwester gehabt hätte. Sagen wir mit Namen Judith. Der Diskurs dreht sich ja eigentlich darum, dass wir in einer Kultur aufgewachsen sind mit Stücken oder Geschichten wie zum Beispiel die vom zerbrochenen Krug oder mit einem Goethe, der alle möglichen Rosen bricht, einfach so auf der Heide, oder mit dem Erlkönig. Also wir sind alle mit wirklich vielen Geschichten aufgewachsen, wo Frauen, meistens Frauen, selbstverständlich Gewalt angetan wird. Diese Erkenntnis, dass meinesgleichen Gewalt angetan wird, dass meinesgleichen die Person ist, die eben, das ist auch Teil der Rape Culture, halt nicht die Hauptperson eines Buches ist. Mein Lieblingsgedicht aus dem Stück ist folgendes. Dieser Text ist meine Rache, nimm ihn in den Mund, du sollst daran ersticken. Und wenn du dann tot bist, komme ich aus dem Wald heraus und pflücke mir die Lorbeeren zurück, die du für mich geerntet hast, du Sau. Das Ziel wäre ja, über das fallende Blatt im Herbst zu schreiben. Und zwar mindestens 300 bis 600 Seiten, aber auf jeden Fall einen richtigen Wälzer und keinen schmalen Band. Nur über dieses Blatt. Da wir aber als Frauen geboren sind, ist es erstmal unsere Aufgabe, uns mit unserer Position in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und die heißt erstmal, ich setze mich mit meinem Frausein, mit meiner Weiblichkeit, mit meiner sozialen Rolle, mit dem, was mir anerzogen, angeboren wurde, auferlegt wurde, auseinander, um mich dann wieder davon zu emanzipieren. Ich stoße sie ab, die Worte, die ich ins Papier drücke, die Wahrheit, die ich mir vom Leib schreibe. Nichts soll sie mit mir zu tun haben. Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die guten Stunden nur. Diese Worte hier sind Stillstand, denn sie sind das Kind der Dunkelheit, mit der ich schlief, als ich mit offenen Augen in sie rannte, ohne zu wissen, dass hier viele Mauern stehen, an denen ich mir den Kopf so lange blutig schlage, bis er zu nichts mehr zu gebrauchen ist, mein schöner Kopf. Dann regiere ich in meinem Reich. Doch was ich will, ist Utopie, die flüstert, hört doch bitte auf, so gewesen zu sein. Hört doch bitte auf, uns erniedrigt zu haben. Was soll ich mir die Seele aus dem Leib brüllen, in der naiven Annahme, das würde etwas ändern? Hier, im Papier, gebe ich mich auf, bröckle in Worten, zerfalle in Buchstaben und sehe selber nur die Zwischenräume. Veränderung geht langsam, langsamer als Bäume wachsen. Wo sind all die Bäume hin? War eine Beschreibung der Jetzt-Situation. Und vor allen Dingen ein Verstehen, warum es so ist, wie es ist, warum jede vierte Frau auf der Welt vergewaltigt wird, ist viel anstrengender und viel interessanter zum jetzigen Zeitpunkt, als mir Fantasie auszudenken. Deswegen ist die Utopie am Ende vom Stück auch gar nicht wirklich eine Utopie, sondern die Frauen, um die es geht, die im Zuge des Textes zu Stimmen werden, die sich äußern, werden eben zu Wald und Pflanzen, zu Vögeln, weil ihnen keine andere Möglichkeit bleibt. Ihm bleibt nichts anderes übrig, aber sie machen das Beste aus der Situation, ein Baum geworden zu sein. Und das ist eigentlich der Widerspruch. Und das ist das, wie ich ein Leben mit dieser Rap-Culture empfinde. Man macht das Beste daraus. Und das nennt man dann zum Beispiel Empowerment. Und das kann sich tatsächlich richtig und gut anfühlen, vielleicht sogar auch bis zum Lebensende. Dass es damit getan wäre, stimmt nicht. Weil das ist ein Kampf, der unbezahlt ist, erstmal. Da habe ich immer so Virginia Woolf-Fantasien, dass sie die verknöcherte Hexe ist. Rebecca Solnit, auf die ich mich auch im Stück sehr viel beziehe, eine amerikanische Essayistin, hat darüber gesprochen. Das finde ich so ein schönes Bild. Kunst soll kein Marmor sein, Kunst soll so Kompost sein eigentlich. Weil das Kunstschaffen im Sinne von, das soll jetzt aber unsterblich werden, was ich da geschrieben oder gemalt habe. Das ist schon eine sehr patriarchale, männliche
geniehafte, I don't know, Haltung zu der ganzen Sache. Wenn das aber Kompost ist und zu wissen, ah ja, okay, das liegt irgendwie da neben vielen anderen und das geht so ein und ist so saftig und erdig und das existiert aber nur auch zusammen und daraus erst kann wieder Neues als Düngemittel entstehen oder so. Das ist eine ganz andere Sorte Unsterblichkeit. Das ist nicht die große phallische Marmorsäule, sondern das ist eben hier sowas. Und im nächsten Jahr ist das wieder weg und dann kommt was Neues.